Hallo Leute und willkommen zurück zu Enclave. Ich habe dieses Spiel jetzt, wie lange? Einen Monat nicht angefasst. Und ich habe immer noch nicht alles hochgeladen, da merkt ihr mal, wie scheiße meine Internetleitung ist. Aber ich dachte mir, ich habe gerade ein bisschen Zeit, also zocken wir eine Runde. Verdammt, wo waren wir stehen geblieben? Ich lese einfach mal vor. Die Zitadelle. Arkmor ist der hohe Sitz von Mordessa, der finsteren Anführerin der Drek'atar. Prinzessin Yasyndra, Selenheims einzige Erbin, soll in einem Ritual zur Beschwörung des großen Dämonenkönigs Vatar geopfert werden. Okay, heißt, die retten wir jetzt. Ach ja, damit euch mal klar wird, wie lange es dauert, bis ich die ganzen Videos hochgeladen habe. Es ist gerade der erste Weihnachtsfeiertag, also frohe Weihnachten nachträglich, auch wenn das hier wahrscheinlich sonst wann erst hochgeladen wird. Ach du Scheiße, kommen da schon viele angerannt. Ja, sicher. Na komm her. Bam. Mitten auf die Fresse. So. Was noch? Ach ja, außerdem, Entschuldigung, dass die letzten 3 Folgen ohne Kommentar waren, denn, ja, nachdem das Spiel einmal abgestürzt ist, warum auch immer, ouch, ja sicher, was geht denn hier ab, hat sich mein zweites Aufnahmeprogramm entschieden, dass es einfach keine Lust mehr hat. Ich will ja nichts sagen, aber ich krieg hier so ein bisschen auf die Fresse von den Bogenschützen. Oh, wow. Ich weiß nicht, was das war, aber es war krass. Sauf einen. Meine Güte, ich hämmer die Taste bis zum Umfallen, aber die senkt sich. Nö, kein Alkohol für mich heute. Es ist Weihnachten, da kannst du dir auch einen saufen. Alter. Die haben mir gerade ganz schön gegeben. Und ich befürchte, ich krieg jetzt nochmal. Was zur Hölle? Wie bist du da hingekommen? What? Gut, tschüss. Ja. Ich glaube, das war so nicht gedacht, aber na gut. Los, süppel dir ein. Ich hämmer wie blöde die F-Taste, nichts passiert. Oh, schön. Geld. Okay, vorsichtig hier. Ich mag's nicht hier zu kämpfen, will ich mal anmerken. Da macht schon einer einen Abgang. Zack, weg. Puh, okay. Ich erinnere mich, das hat so ein bisschen angefangen schwer zu werden, das Spiel. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ich kenne dich doch, Spiel. Da haben wir Gold. Da ist noch mehr Gold. Geht's jetzt einmal drumrum? Big Cash hier. 230 schon. Da kann man doch mit arbeiten. Ich sollte mir das Spiel mal eben... bisschen... Okay, ich kann es gar nicht mehr leiser stellen. Das ist ja interessant. dieses Headset ist viel zu laut. Naja. Nicht so laut, dass es mich umbringt oder so. Gold. Muss Gold sammeln. Okay, das war's hier aber auch. Und jetzt hatten wir da gerade 3 Schalter. Irgendwas sagt mir, dass ich von 2 davon richtig auf die Fresse kriegen werde. Oder auch nicht. Na komm. Zack. Kein Problem. Nur alle Skelette. Autsch. Ich wollte gerade sagen, da müsste was mit was mehr kommen. Und dann habe ich ziemlich eine abgekriegt.
Oi! Mach auf! Jetzt triff den doch! Ach, ich darf in der Mission überhaupt nicht sterben! Ja, das ist ja nett! Dann muss ich jetzt ein bisschen mein Vorgehen überdenken, glaube ich. Na komm, stirb. Wow. What? Ich will ja nichts sagen, aber what the fuck? Ich sterb mal eben durch einen Treffer. Durch einen direkten. Das ist ja schön zu wissen. Nein, geh weg, Fetti. Ich hab keine Kekse für dich. Zack. Zack. Ich stehe hier ganz gut, glaube ich. Weil die Pfeile irgendwie durch den Boden glitschen. Oh. Und ich verballer hier ganz schön viele Pfeile. Interessant, von unten gehen die Pfeile durch, aber nicht von oben. Das ist ja praktisch. Gut, ersten Bereich ohne Schaden. Das ist doch schon mal besser. Autsch. 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 Ja. Ja, ja, kein Ding. Ich hau mal ab. Na komm. Stirb. Stirb, du Sau, danke. Los, ins Gesicht. Ja, ins Gesicht. Oh, die magische Armbrust ist sehr angenehm. Kann ich die von hier aus sehen? Irgendwie nicht, oder? Also das Ding wird auf jeden Fall nicht rot, von daher glaube ich... Autsch! Autsch! Ja! Ja, ich habe schon verstanden. Simpel ein. Ich drück die Taste. Hallo? Was soll denn das? Los, sauf dir ein. Nö, das Spiel sagt nein. Ist meine F-Taste kaputt? Eigentlich nicht. Gut, ich darf mich einfach nicht heilen. Warum auch immer. Gut, dass ich diesen dicken Schild habe. Ey, ohne Spaß. Was ist denn das hier? Gut. Das machen wir anders. Was zur Hölle? Also wirklich, was zur Hölle? Versuchen wir mal ihn hier. Ja, ich möchte das gern ändern. Ja, das kann bleiben von mir aus. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Dann nimmst du noch die. Ja, das passt. Fünf Heiltränke, kein Ding. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich besser funktioniert, aber wir werden sehen. Also wirklich, man kann es auch übertreiben, wa? Ja, komm.
die als allererstes wegsnipern. Jetzt hier wieder die Stelle ausnutzen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen lame, aber ich kriege hier anscheinend sehr, sehr auf die Fresse. Von daher will ich solche Sachen gerne ausnutzen. Na komm, hör auf rumzutanzen. Ja, das war super. Oh. Und wie viel Leben die auch haben. Das ist doch echt nicht witzig. So, zack. Ah, echt mal, warum konnte ich mich eben nicht heilen? Das einzige Problem mit ihm ist, er ist so unglaublich langsam. Alter! Ja, ist klar! Schieß mir den Schild weg! Das hat gut funktioniert. Wow. Ohne Witz. Wo ist der Dödel? Oh, da ist ein Edelstein. Den hatte ich überhaupt nicht bemerkt. Also ich kriege wenigstens keinen Schaden erstmal so. Ach, da ist noch einer. Ja, das ist ja freundlich. Einfach mal durch die Wand schlagen, kein Problem. Oh, meine Güte, wie oft hat er mich getroffen? Zweimal? Spiel, bitte. Warum kann ich nichts trinken? Liegt das an der... Ich weiß gerade echt nicht, warum ich nicht trinken kann. Einen Moment. Schauen wir doch mal eben in die Optionen. F ist Heiltrank. Versuchen wir es mal so. Vielleicht bringt das ja mehr. Wird das jetzt auch übernommen? Entschuldigung, ich muss nochmal sicher gehen. Ja, das wurde übernommen. Okay. Ach, das funktioniert. Ist ja interessant. Gut, also hat das Spiel anscheinend irgendein Problem mit meiner F-Taste. Wo ist der Gegner hin? Ich weiß, dass da einer war. Nimm das Gold mit. Danke. Ah, so kommt man da hin. Käme man da hin, wenn der nicht zu dick wäre. Scheiße. Das ist ja auch fies. Der Charakter ist zu groß. Daher kann ich nicht alles Gold kriegen. Okay, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut im Nahkampf. Das muss man einfach mal sagen. Mal eben 150 Schaden, das ist schon eine Hausnummer. Ach, oh. Jetzt wäre ich da fast runtergehüpft. Dann wäre ich aber frustriert gewesen. Meine Güte, nee. Ja, sprinten ist schwierig, wa? Mit so einer Blechdose auf dem Kopf, kein Wunder. Das sieht aus, als hätte er einen Blumentopf auf dem Kopf mit ein paar Hörnern dran. Verdammt, jetzt musste ich das immer so sehen. Wie kann man so, wie sagt man so schön? It cannot be unseen. Ach, schön.